Ich sehe auf diesen zappelnden Ameisenhaufen Platz und frage mich, was wollt die denn von mir? Gedenkt vielleicht einer von ihnen etwas dafür oder dagegen zu tun, was ich mit ihm vorhabe? Sinnlos, zwecklos, fast rührend. Wozu ist dieser Zasche zu mir gekommen, dieser Prolet, und hat mich gebeten, ihm einen Hauslehrer namhaft zu machen? Wozu ödet mich die Mutter dieses Levi mit ihrem Gepläge an? Wozu tanzt dieser Schöntal um mich herum? Wozu reckt sich dieser Pollack die Hand aus? Wozu reckt sich dieser Weinberg nicht die Hand aus? Wozu das alles? Und dieser da dort, er hat es eine Zeit lang versucht. Das war ganz nett damals. Aber jetzt sitzt da mit durchschnittlicher Teilnahme, weiß etwas manchmal und manchmal nicht, antwortet manchmal und manchmal nicht, ein Schüler wie 100 andere, keine Abwechslung.